Hallihallö und herzlich willkommen zurück zum Treue-Report Live-Bericht mit der Soulsborne-Serie. Wir haben ja erfolgreich das Königreich Boletaria bis auf den letzten Zentimeter erforscht, durchforstet und dann in Reise 2 auch gnadenlos und mit eiserner Hand geknechtet. Weshalb es jetzt an der Zeit ist, den nächsten Schritt zu wagen, uns den nächsten Titel vorzunehmen und rein chronologisch gesehen ist das natürlich Dark Souls, der ganz große Brocken. Das Spiel, was sowohl From Software als auch die ganze Soulsborne-Serie auf das Radar der breiten Spielerschaft gebracht hat. Klar, From Software hat vorher schon viele, viele andere Sachen gemacht, Kingsfield-Serie beispielsweise, aber war dann doch am Ende des Tages immer so ein bisschen so ein Nischenstudio. Und das hat sich mit Dark Souls ganz massiv geändert. Und wir wollen natürlich auch diesen spezifischen Höhepunkt der Serie natürlich nicht auslassen. Bevor wir gleich durchstarten, habe ich erstmal ein kleines Geständnis zu machen. Und dazu muss ich mal in Load Game gehen. Wir sehen, im Vergleich zu Demon's Souls waren From Software so frei und haben uns mal mehr als 4 Charakterslots klar gemacht. Kleine Notiz am Rande, sämtliche dieser Charaktere, also ausnahmslos alle, sind tatsächlich meine Charaktere. Das ist zugleich so ein bisschen Mahnmal und Scheiterhaufen eines außer Kontrolle geratenen Lebens, wenn wir uns mal so die Spielzeiten durchgucken. Geknechtet und auf ewig im Bann der Soulsborne-Serie. Mit jedem einzelnen dieser Chars habe ich eine Menge Spaß gehabt. Mal mehr, mal weniger. Wir sehen hier, Avel ist schon mit 110 Stunden Spielzeit am Start. Bei Uther waren es nur knapp 40. Aber auch Morrigan ist mit 70 Stunden ganz gut dabei. Das Geständnis, was ich jetzt zu machen habe, ist folgendes. Und zwar ist es nicht das erste Mal, dass ich das Ganze hier aufnehme. Ich habe tatsächlich schon mal einmal eine komplette Reise durch Lordran, durch Dark Souls absolviert und aufgenommen und kommentiert und sogar etwa so, na, sagen wir mal, drei Viertel von Runde 2 vom NG Plus. Und zwar war das mit Sinead hier, Level 147. Wir sehen knapp 100 Stunden reine Aufnehmzeit, Arbeit mit allem drum und dran. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich nach langem Hin und Her überlegen, letztendlich dafür entschieden, dieses Material nicht zu verwenden. Was ich sehr schweren Herzens getan habe, weil da waren während der Reise von Sinead durch Lordran einige wirklich witzige Situationen dabei. 1-2 richtig coole Invasions. Im Gegensatz zu Demon's Souls haben wir ja bei Dark Souls immer noch die Möglichkeit, auch ein bisschen Multiplayer zu spielen. Und gerade bei Sinead, da waren ein paar richtig coole PvP-Fights dabei. Man muss halt dazu sagen, dass ich die Aufnahmen mit Sinead gemacht hatte, direkt im Anschluss an die Aufnahmen zu Demon's Souls. Das bedeutet zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht ernsthafter angefangen hatte, das ganze Material auch zu schneiden. Ich war halt einfach in dem großen Aufnahmerausch und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich parallel eigentlich eher erstmal so kleine Babyschritte gemacht hatte, was die Schnipplage angeht. Also erstmal rausfinden, welches Schneidprogramm liegt mir irgendwie, mir so ein bisschen die Basics drauf schaffen etc. Was dann wiederum dummerweise auch bedeutete, dass ich bestimmte Fallstricke und Fehler, die ich bei Demon's Souls gemacht hatte, noch nicht rechtzeitig und in voller Gänze begriffen hatte, um sie dann bei den Aufnahmen zu Dark Souls zu vermeiden. Als erstes sei dann natürlich das Problem zu benennen, dass mir damals aus irgendwelchen Gründen das Konzept noch nicht so richtig auf dem Schirm war, dass es prinzipiell eine kluge Idee wäre, meine Schnute zumindest grob in der Nachbarschaft des Mikrofons zu parken, während ich kommentiere. Und teilweise bei Dark Souls geht's dann schon so halbwegs. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch aufgehört, mit der Elgato-Software aufzunehmen, den Sound, die, wie ich jetzt inzwischen festgestellt habe, ihr Übriges dazu getan hat. In OBS klingt es selbst mit dem damals noch verwendeten Rode NT-USB immer noch einen Tacken besser. Das bringt bloß nichts, wenn ich irgendwie, weil ich mir denke, oh, jetzt ist nur Item lesen oder sonst was dran, mich auf der hintersten Ecke der Couch schimmle, während das Mikrofon genauso gut am anderen Ende des Raums hätte stehen können. Sodass ich teilweise halt massive Sprünge in der Tonqualität drin habe, was sehr, sehr ungünstig ist. Dann zusätzlich halt noch die Problematik, was mir jetzt auch erst beim Schneiden von Reise 2 von Demon's Souls klar geworden ist. Ich hatte in Demon's Souls ja niemals geplant, eine zweite Reise zu machen. Das hatte sich ja dann eher durch äußere Sachzwänge ergeben. Bei Dark Souls war von Anfang an eine Doppelrunde geplant. Ich hatte damals allerdings noch nicht so ein hundertprozentiges Konzept davon, wie ich das denn thematisch aufteilen wollen würde, weil zweimal dasselbe sehen ist halt auch irgendwie öde, selbst wenn man versucht, nochmal ein bisschen einen anderen Weg zu gehen, die ein oder andere Entscheidung irgendwie anders zu treffen. Aber ein Großteil des Spiels bleibt sich ja trotzdem auch im NG Plus einfach gleich. Und ich habe halt bei Demon's Souls ganz massiv gemerkt, dass das eigentlich nicht funktioniert, wenn man in Reise 1 schon alles ausplaudert, alle Hypothesen aufstellt, alles erklärt, alles in Beziehung zueinander setzt, weil man dann einfach in Reise 2 de facto kein Futter mehr hat, dann kann man sich auch gleich klemmen oder halt nochmal eine schnelle Montage machen, so wie ich es ja dann bei Bioshock beispielsweise getan habe. Und weil sich aber Dark Souls durchaus dafür anbietet, das auch ein bisschen in Anführungszeichen zu strecken,
nicht um irgendwelche billigen Cliffhanger zu produzieren, sondern um in Reise 1 erstmal zu zeigen, was gibt es, was finden wir. Also da sollen dann auch alle Item-Beschreibungen gelesen werden etc. Ich müsste mich dann allerdings ein bisschen zusammenreißen, damit das alles schon quasi fertig durchzukauen, sodass man dann in Reise 2, nachdem wir in Reise 1 einmal gesehen haben, was es gibt, sich dann die Frage stellen kann, warum gibt es das und wie stehen die einzelnen Informationsbits irgendwie in Beziehung zueinander. Das habe ich aus genannten Gründen, weil ich mir damals darüber einfach noch keine Rübe gemacht habe, de facto nicht gemacht. Bedeutet am Ende des Tages für mich natürlich wieder eine Sackkarre mehr Arbeit, aber ich sag mal, es hat mich jetzt ausreichend gegrämt, dass bei Demon's Souls, also dem ersten originären Troll-Report-Live-Bericht, dass er eigentlich ursprünglich, ebenso wie die anderen Troll-Report-Live-Berichte, als so die Flaggschiff-Episoden gedacht waren und das Restefestessen eigentlich nur ja, als kleiner Spaß und Fingerlockerungen zwischendrin gedacht waren. Dass jetzt also plötzlich der Filler-Kram qualitativ bedeutend hochwertiger und irgendwie besser zu gutieren ist, als das, worum es eigentlich ursprünglich im Troll-Report-Live-Bericht gehen sollte, das hat mich halt echt genervt und das würde ich halt ungern so weiter stehen lassen. Gerade auch bei Dark Souls. Und deshalb habe ich mich jetzt halt schweren Herzens dafür entschieden. Hier, Tabula Rasa einmal mit der Sense durch und wir machen es einfach neu. Was auch gar nicht so schlecht ist, weil die Aufnahmesessions, wer die Demon's Souls-Folgen aufmerksam verfolgt hat, gerade so das Intro, ihr werdet sehen, die ganzen Aufnahmen stammen aus dem Frühjahr bzw. Frühsommer des Jahres 2018. Das heißt, es ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her, dass ich Dark Souls gespielt habe und anderthalb Jahre sind mehr als genug Zeit, als dass ich schon wieder richtig, richtig Bock drauf habe, das hier zu machen. Ich würde dementsprechend vorschlagen, dass wir jetzt erstmal in dieser Folge, die ihr jetzt gerade hört, Werte, die ihr auch schon gesehen haben, das ist jetzt erstmal so ein bisschen die Talking Head, die Labertaschen-Folge, die man vielleicht auch ganz gut als Podcast nebenbei laufen lassen kann. Die können wir dazu nutzen, einerseits unsere Helden zu erstellen, denn ich werde definitiv wieder Sinead ins Felde führen, das wird dann quasi Sinead 2.0. Wir werden Sinead also nochmal, so wie ich es damals auch gemacht habe, quasi nochmal nacherstellen und dann ihre Reise auch nochmal nacherzählen. Genau, in dieser Folge machen wir primär das und ich kann noch ein bisschen mehr zu Hausmeistergeschichten sagen. Wem das ganze Gesülze meinerseits irgendwie auf den Keks geht und er sagt, halt die Klappe du Frosch, ich will sehen, dass dein kleiner Pixel-Motherfucker auf Scheiße einknüppelt, also mach halt. Für denjenigen habe ich dann diese Episode hier definitiv auch abgetrennt. Das wird Folge 0 sein. Wer da keine Lust drauf hat oder beispielsweise die ganze Charakterstellung und die Mechaniken von Dark Souls, über die werde ich jetzt auch noch ein bisschen reden, wer das alles schon kennt. Der kann es einfach überspringen und dann geht es direkt in Folge 1 los mit den saftigen Stückchen, sozusagen. Gespielt wird Dark Souls Prepare to Die Edition auf dem PC. Wohlgemerkt die gute alte Variante, bisschen aufgemöbelt über den DS-Fix, logisch. Das ist das Spiel ja tatsächlich kaum spielbar. Der Port war damals, sagen wir mal, nicht am Optimum, vorsichtig formuliert. Aber mit dem DS-Fix, einem Mod aus der Community, da lässt sich das auch ganz gut aushalten. Ich spiele ganz bewusst nicht das HD-Remake aus verschiedenerlei Gründen, auf die ich irgendwann in naher Zukunft, wenn wir da mal angefangen haben hier mit Spielen, dann mal eingehen werde. Vermutlich, wenn wir gerade durch ein Gebiet streifen, wo es primär nur ein bisschen Gekloppe gibt und ansonsten nicht viel zu erzählen. Ich habe mich also ganz bewusst damals und auch jetzt dafür entschieden, unsere gute alte Prepare to Die Edition rauszukramen. Genau, fällt mir sonst auf die Schnelle noch irgendwas ein, was noch an Hausmeistersachen zu tun ist? Ich denke eigentlich, glaube ich nicht. Ach ja, die eine Sache noch, nur noch einmal ein Disclaimer, das bringe ich jetzt auch nur einmal, weil wer Demon's Souls gesehen hat, der weiß das sicherlich schon, aber pro forma, für diejenigen, die Demon's Souls nicht interessiert hat, aber die jetzt mal bei Dark Souls reinschauen wollen. Es ist natürlich so, ist das Ganze hier kein Blind Playthrough, ich habe es ja gerade schon zugegeben, tatsächlich habe ich selbst die Aufnahme hierfür schon mal komplett gemacht mit allem drum und dran. So oder so, auf jeden Fall, wir sehen es an den brutalen Spielzeiten hier meiner verschiedenen Charaktere. Von einem Blind Playthrough können wir tatsächlich nicht sprechen. Man kann also davon ausgehen, dass Wissen über die Mechaniken, über die Welt, über Levelaufbau, über wo finde ich was, über Stärken, Schwächen von Gegnern etc., das können wir alles als bekannt voraussetzen an der Stelle. Ist natürlich schade, ich würde mir sehr einen Mind-Eraser-Button wünschen, der es mir erlauben würde, Dark Souls nochmal zum allerersten Mal zu spielen, aber you cannot unknow things. Man kann nicht aufhören, Dinge zu wissen, die man nun mal weiß. Von der Warte her ist ja aber auch die Idee vom Troll Report Live-Bericht nicht, dass ich alle 2 Meter aus Unwissenheit und dergleichen mehr irgendwie brutal faile. Das mit dem brutal failen gibt's trotzdem, also das kann ich schon mal garantieren. Es war nicht so, dass Sinead beim letzten Mal komplett flawless durch die ganze Nummer durchgekommen wäre. Genauer gesagt ich. Da waren schon einige derbe Verkacker dabei. Aber
Naja, so, also kein Blind Playthrough. Und darüber hinaus war es aber auch so, noch bevor ich überhaupt das erste Mal daran gedacht habe, hier mal irgendeine Aufnahme zu machen, hatte ich mich schon durch sämtlichste Lorester-Videos und Podcasts zum Thema Lore in Dark Souls durchgegraben. Was einfach am Ende des Tages dazu führt, hoffe ich, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle, sagen wir mal, denjenigen, die dasselbe noch nicht gemacht haben, vielleicht ein, zwei spannende neue Bits mit auf den Weg gehen kann. Aber pro forma möchte ich sagen, ich behaupte zu keinem einzigen Bit, was ich im Laufe der zwei Reisen durch Lordran hier von mir geben werde, dass die originär meine Idee wären, ganz allein nur meinem genialen Geiste vermeintlich entsprungen wären. Denn tatsächlich ist es so, dass natürlich auch Dark Souls jetzt inzwischen alt genug ist, dass schon sehr, sehr viele Sachen hinlänglich diskutiert wurden. Ich kann heute nicht mehr sagen, wenn ich an eine bestimmte Hypothese oder an ein bestimmtes Erklärungsmodell für eine bestimmte Lore oder dergleichen mehr im Spiel denke, dann kann ich halt nicht mehr sagen, ob und falls ja, von wem ich das irgendwie geklaut habe. Also geklaut, quasi irgendwo anders mal gehört und dann in mein persönliches Modell von der Geschichte, von der Lore und von dem Spiel selbst integriert habe. Das heißt also, die Quellen, die ich so normalerweise konsultiert habe, die hatte ich ja schon in Demon's Souls genannt, seien hier auch nochmal genannt, natürlich der Bonfireside-Chat, allen voran, dann Epic Name Bro hat einen inzwischen, glaube ich, leider nicht mehr verfügbaren, sehr legendären Lore-Run durch Dark Souls gemacht, der mich überhaupt damals maßgeblich erst dazu gebracht hatte, mal intensiver über die Geschichte nachzudenken von dem Spiel. Dann, Vatividia muss natürlich auch jederzeit immer genannt werden, wenn es darum geht, irgendwie sich Lore anzugucken und gerade auch die Verbindung aus, sagen wir mal, emotionalem Impact und der Lore, was ja für mich immer ganz besonders interessant ist. Was fällt mir noch ein? Ja, Richard Pilbeam, wobei der zu Dark Souls natürlich nicht so viel gemacht hat, der ist dann tatsächlich eher bei Bloodborne und bei Dark Souls 3 unterwegs gewesen. Und natürlich wie immer der großartige ehemals Extra Play-Kanal, jetzt halt Playframe. Also Dan Floyd, der hat ja mit SideQuest dann sehr schönes Blind Playthrough gemacht, was ich ja auch nur empfehlen kann. Leider ist es auch da so, der Zahn der Zeit geht auch daran nicht vorbei, dass von dem Dark Souls 1 Run, den er gemacht hat, nur noch die Folgen übrig sind, wo er alleine gecastet hat. SideQuest war ja ursprünglich gewesen, dass er und sein Mitgründer von Extra Credits beide das gemeinsam gemacht haben. Und es scheint so, dass da ein größeres Verwürfnis stattgefunden hat. Will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja, das endete dazu. Eine Zeit lang waren die ersten Folgen dann noch sichtbar, aber inzwischen gibt es jetzt wirklich nur noch ab dem Zeitpunkt, wo er alleine spielt. Kann ich trotzdem nur empfehlen. Tatsächlich sehr, sehr angenehm. Dan Floyd, wie immer. Okay, also so viel zum Disclaimer. Ist jetzt doch wieder ein bisschen länger geworden, als ich es eigentlich geplant hatte, aber ist mir wirklich ein Anliegen. Nochmal, mir geht es nicht darum, irgendjemanden abzuziehen. Wenn durch Zufall irgendetwas, was ich dann mal äußern werde, gerade in Reise 2, irgendwie eine originäre Idee meinerseits ist, die noch keiner zuvor gehabt hat, dann würde ich das vermutlich nicht mal bemerken, aber dann freut es mich natürlich und ansonsten habe ich nicht mehr Anspruch, als bestenfalls ein Multiplikator zu sein und die frohe Kunde dann an die Leute vielleicht auch ranzubringen, die von diesen ganzen Theorien trotz der Verbreitung in der Lore-Community von Dark Souls vielleicht noch nie was gehört haben. Okay, so, jetzt haben wir lang genug gewartet. Der Testmann guckt uns schon die ganze Zeit an und sagt, was los, Keule? Testmann, den hatte ich jetzt erstellt, um sagen wir anderthalb Jahre after the fact jetzt nochmal wirklich zu checken, ob das Setup alles hinhaut. Und wer sich jetzt fragt, warum er den Testmann und nicht Testmann heißt, wie es eigentlich angedacht war, da hatte ich gestern nach einem sehr langen Arbeitstag und ein wenig Ärger mal wieder mit Windows 10 ein wenig Frust gehabt, weshalb ich mir ein, zwei Bierchen reingeschraubt habe. Ein, zwei Bierchen nach einem langen Arbeitstag verbessern die Orthographie nicht immer und in allen Fällen. So, von der Warte her wurde es dann also der Testmann. Er hat bis Level 4 viele spannende Abenteuer erlebt, der Testmann, aber naja. So. Okay, jetzt können wir das ganze Hausmeistern hinter uns lassen. Erstellen wir uns einen Charakter, Freunde. Ich habe schon wieder Bock drauf. Also, den Namen habe ich ja schon genannt. Sinead. Na. Jesus fucking Christ. Im Dunkeln schreiben ist gar nicht so leicht, wenn man keine beleuchtete Tastatur hat. right. Also, Sinead ist natürlich weiblich. Yes, please. So, und dann haben wir gleich das erste Ding, was wir uns jetzt entscheiden müssen, nämlich die Klasse.
Es ist bei Dark Souls genauso wie in Demon's Souls, nämlich, dass die Wahl unserer Klasse jetzt am Anfang vor allen Dingen, sagen wir mal so, die ersten anderthalb, bestenfalls zwei Spielstunden maßgeblich mit informiert. Da es so ist, dass wir in Dark Souls ebenso wie in Demon's Souls de facto ab dem Zeitpunkt, wo wir überhaupt leveln können, einfach frei Schnauze leveln können und die Punkte investieren können, wie wir es lustig sind, ist es dann so, dass sich diese Klassenwahl dann irgendwann sehr schnell verläuft am Ende des Tages. Weil wir könnten jetzt als Kriegerin starten und dann aber irgendwann sagen, ach nö, jetzt haben wir mal Bock hier ein bisschen Zauber zu schmeißen. Und dann prügeln wir halt Intelligenz nach oben und sind innerhalb kürzester Zeit auch eine ausreichend ausgebildete Magierin. Das ist dann also kein Problem. Aber für den Anfang und natürlich für die, ja, Charakterlore, wenn man so möchte, oder für die Charakter-Backstory, wollen wir uns das mal genauer angucken. Bevor ich die ganzen Klassen mal durchgehe, wir machen hier in dieser Folge 0, da nehmen wir uns einfach mal die Zeit, nochmal ganz kurz auch die mechanischen Hintergründe ein bisschen zu beleuchten. Gucken wir uns also mal ganz schnell an, welche Attribute unsere Charaktere denn aufweisen könnten. Also, gucken wir doch mal schnell links, was haben wir denn so? Wir können wieder mal Vitality steigern. Das macht in allererster Linie, dass unser Lebensbalken hübsch länger wird. Wir ein paar mehr Lebenspunkte haben vielleicht, dann, wenn wir ausreichend investiert haben, auch mal eine Schelle mehr kassieren können, bevor wir ins Gras beißen. Was es nicht mehr macht, ist unser Item-Tragelimit erhöhen. Also quasi die Zahl von Gegenständen bzw. das Gewicht, was wir in unserem Rucksack mit uns rumschleppen können. Denn diese Mechanik hat From Software zum Glück nach Demon's Souls komplett abgeschafft. Das heißt, wir können jetzt einfach wie so ein Messi irgendwie alles in den Rucksack reinstopfen, was nur geht. Und wenn es 30 dämonische Riesenäxte sind, dann finden wir dafür auch noch Platz. Ist natürlich nicht realistisch, aber tut dem Spielfluss mehr als gut. So von der Warte werde ich mich da nicht beschweren. Attunement, das ist neu. Es gibt bei Dark Souls keine Mana-Balken mehr für Zauber. Stattdessen ist es so, dass wir, wenn wir eine Zauberklasse spielen, beziehungsweise, wir sollten uns vielleicht von dem Klassengedanken lösen, wenn wir also zaubern wollen, dann müssen wir uns bestimmte Sprüche einprägen, mit Hilfe von Schriftrollen, und jede dieser Schriftrollen hat eine bestimmte Anzahl von Ladungen. Also beispielsweise ein Heilwunder, was wir wirken können, das hat in der kleinen Form hat es beispielsweise 5 Ladungen, das heißt, wir können uns 5-mal selber heilen, dann ist diese Schriftrolle erstmal aufgebraucht und wir können es nicht mehr zaubern, bis wir das nächste Mal eine Rast eingelegt haben, dann kriegen wir unsere Sprüche zurück, hat aber natürlich auch den Nachteil, kommen auch alle Gegner wieder, das heißt also, man muss sich das so ein bisschen einteilen. Die Frage jetzt, wie viele Zauber wir uns effektiv einprägen können pro Run, hängt unmittelbar mit Attunement zusammen. Einstimmung könnte man es vielleicht nennen. Das bestimmt also, wie viele verschiedene Zauber und wie viele Ladungen wir effektiv mit uns rumschleppen können, bevor wir da mal wieder eine Pause einlegen müssen. Okay. Endurance macht genau das, was in Demon's Souls auch schon passiert ist. Einerseits kriegen wir mehr Stamina dafür, was gut ist. Wir können mehr blocken, mehr zuschlagen, mehr rollen. Das ist also auf jeden Fall nützlich. Und gleichzeitig erhöht es auch das Gewicht, das wir direkt am Körper tragen können. Denn dieses Tragelimit ist nach wie vor mit drin. Wenn wir eine ausreichend hohe Endurance haben, dann können wir auch schwere Rüstungen tragen, ohne dass wir extrem langsam werden und nur noch eine Fatroll benutzen können. Es ist im Gegensatz zu Demon's Souls beispielsweise auch so, dass es jetzt nicht nur eine Lightroll und eine Fatroll gibt, sondern es gibt noch ein paar mehr Abstufungen. Es gibt also eine Ultra-Fast-Roll quasi, dann eine Medium-Roll, eine Fat-Roll und wenn wir es dann komplett übertreiben, dann können wir gar nicht mehr rollen, sondern stolpern nur noch dusselig durch die Gegend. Okay, Stärke und Dexterity, alles wie gehabt. Einerseits haben die meisten Waffen halt Mindestanforderungen an entweder Stärke und oder Dexterity. Wenn wir die nicht erfüllen, können wir die Waffen nicht effektiv einsetzen. Und gleichzeitig haben die Waffen auch wieder eine bestimmte Skalierung. Das heißt, wenn wir eine Stärke skalierende Waffe mit uns rumschleppen, dann machen wir mehr Schaden, wenn wir ordentlich Stärke haben. Logisch. Resistance ist neu und ist so ein bisschen die Noob-Trap. Denn die eigentliche Idee dieses Attributes ist, dass wenn wir da rein investieren, wir weniger Schaden bekommen. Allerdings ist das Ding ziemlich verbuggt und spätestens ab der Mitte des Spiels ist der Effekt, den Resistance hat, dermaßen gering, dass man es eigentlich auch gleich sein lassen kann. Die Punkte kann man wesentlich besser investieren, sollten wir also die Finger von lassen. Wobei man auch dazu sagen muss, wir könnten jetzt natürlich dahin gehen, ich scroll hier mal kurz durch, ne, und könnten jetzt eine Startklasse nehmen, wo Resistance ganz besonders niedrig ist. Wer hat denn so richtig, richtig schäbige Resistance? Gucken wir mal. Ja, Sorcerer beispielsweise, ne? Der hat jetzt nochmal 3 weniger Resistance als beispielsweise der Warrior. Da muss ich allerdings sagen, fuck this noise. Also die 3 Punkte interessieren dann am Ende des Tages halt auch niemanden mehr. Danach sollten wir uns jetzt also nicht ausrichten. Hauptsache, dass wir im laufenden Spiel da nichts irgendwie sinnlos rein investieren. Und Intelligenz und Faith, selbes Spiel, effektiv wie bei Strength und Dexterity. Intelligenz ist für unsere Zauber, Faith für unsere Wunder.
Je höher wir das haben, desto effektiver werden die Dinger. Und gleichzeitig gibt es auch ein paar Waffen, die dann jeweils mit Intelligenz oder mit Glaube dann skalieren. Okay, den letzten Stat, Humanity, Menschlichkeit, der ist neu und dürfte auch eine der radikalsten Änderungen sein im Vergleich zu Demon's Souls. Weil das aber in jeglicher Hinsicht ein bisschen komplexer ist und auch unmittelbare Lore-Implikationen, würde ich da erstmal sagen, heben wir uns das mal ein bisschen auf. Wir sehen auch hier, keiner der Charaktere startet mit besonders viel Humanity, sie haben alle Null. Von der Warte her können wir uns das auch noch ein bisschen aufheben. Das sind also unsere Stats. Jetzt gucken wir uns mal an, welche Klassen wir unserer Sinead am Anfang überhelfen könnten. Wir könnten sie zur Kriegerin machen, zu einer furchtlosen Kriegerin. Gleichzeitig auch noch eine Waffenexpertin mit hoher Stärke und hoher Geschicklichkeit. Ja, ein bisschen so eine Allrounderin, nur das mit dem Zaubern hat sie nicht so richtig drauf. Wir könnten sie zu einer Ritterin machen, einer Ritterin niederen Ranges. Diese hätte eine hohe Zahl an Lebenspunkten und eine solide Rüstung, wodurch sie nicht einfach umzuwerfen ist. Eine weitere Option wäre die Wanderin. Sinead könnte eine ziellose Wanderin sein, die einen Krummsäbel führt und eine hohe Geschicklichkeit hat. Auch eine Diebin könnte sie sein. Eine schuldbeladene Diebin, also eine Diebin, die Schuld auf sich geladen hat. Hat hohe Critical Hits, hohe kritische Treffer. Da muss man jetzt dazu sagen, das ist ein bisschen irreführend, denn sie hat einerseits halt einen Buckler, mit dem man sehr gut parieren kann, logischerweise, und einen Dolch, der ebenso wie in Demon's Souls, wir hatten uns das ja in Folge 1 unserer Reise durch Boletaria mal angeguckt, ne? Es gibt bestimmte Waffen, die einfach, wenn man sie zum Parieren oder zum Backstabben benutzt, dann noch zusätzlichen Schaden machen. Diese Aussage, die Diebin hat hohe Critical Hits, bezieht sich ausschließlich auf die Waffe. Es ist nicht so, dass diese Klasse dazu führen würde, dass man plötzlich mehr Schaden macht, wenn man backsteppt oder pariert. Eine weitere Besonderheit, die die Diebin allerdings tatsächlich hat, und zwar ganz exklusiv, sie ist die einzige, die einen zusätzlichen Gegenstand bekommt, nämlich den Master Key, also den Generalschlüssel. Das ist ein Gegenstand, den können wir sämtlichsten Charakteren auch im nächsten Schritt noch zusätzlich geben, aber die Diebin hat den Generalschlüssel automatisch und wir können ihr dann noch ein zweites Geschenk mit auf den Weg geben. Das hat sie so ein bisschen besonders. Der Generalschlüssel ist prinzipiell dazu da, dass man verschiedene Schlösser im Spiel, wo man normalerweise erst den Schlüssel für finden muss, gleich automatisch aufmachen kann. Da wir jetzt aber, sagen wir mal, nicht speedrunnen wollen und uns generell der natürlich auch mal anschauen wollen, wie denn eigentlich so der reguläre Weg durch die Level wäre, braucht man das eigentlich nicht. Ist jetzt also auch für uns kein besonderes Verkaufsargument. Schauen wir mal weiter. Eine Banditin, eine wilde Banditin mit hoher Stärke, trägt eine schwere Kampfaxt. Sehen wir hier, garstiges Gerät, das würde laufen. Wir könnten auch Sinead in guter alter Haru-Tradition zur Jägerin machen, eine bogentragende Jägerin. Ist durchaus okay im Nahkampf, aber sehr schwach, wenn es um die Nutzung von Magie geht. Wiederum ähnlich wie beim Dieb bedeutet das nicht, dass wir irgendwelche Mali bekommen würden auf Magienutzung. Das heißt in dem Falle einfach nur, dass unsere Intelligenz und unser Glaube ebenso wie unser Attunement relativ niedrig ist. Lustigerweise auch nicht niedriger als beispielsweise beim Krieger, bei dem es nicht explizit steht, aber genau. Also hier bei der Jägerin hätten wir etwas höhere Beweglichkeit, ganz ordentliche Stärke und ansonsten kann sie sich im Nahkampf durchaus behaupten. Aber das Hauptding ist natürlich irgendwie Dex und dann auch die Bogennutzung. Wenn es dann doch eher was mit Zaubern sein soll, dann würde sich natürlich die Zauberin empfehlen. Eine Zauberin der Winheim Drachenschule spricht Seelenzaubereien. In Dark Souls ist es so, dass wir drei verschiedene Zauberklassen haben, nämlich einmal die klassische Magierin, die hier in dieser Spielwelt die sogenannten Seelenzaubereien benutzt. Dann haben wir klassisch wieder die Wunderwirkerin, die Klerikerin, Priesterin, wie auch immer. Und zusätzlich gibt es jetzt noch eine dritte Klasse, nämlich die Pyromantin oder den Pyromanten. Sumpfpyromanten spricht Feuerzauber und trägt eine Handaxt. Wenn wir genau hinsehen, könnte man argumentieren, dass es Feuerzauber natürlich auch in Demon's Souls schon gab. Ne? Wir denken an Yuria beispielsweise. Aber die sind jetzt hier quasi eine eigene Klasse, die auch eigenen Regeln folgt. Das sind die Pyromanten. Wenn wir es hingegen dann doch klassisch haben wollen, wie gesagt, Kleriker haben wir auch. Eine Klerikerin auf einer Pilgerreise könnte die gute Sinead sein. Trägt einen Streitkolben und spricht Heilwunder. Wow. Sehen wir hohes Faith. Ganz okay, Stärke, ist allerdings ein bisschen ungeschickt, ne? Und die allerhellste wäre sie dann auch nicht. Und schlussendlich haben wir noch die Deprived zur Auswahl. Das ist wie immer die Klasse, die man einfach mal richtig hardcore sein will. Das müssen wir jetzt natürlich nicht unbedingt sein, aber wir könnten es trotzdem in Erwägung ziehen. Die Deprived
Ist ein bisschen schwer auf Deutsch zu übersetzen. Deprived kann bedeuten entweder sozial benachteiligt, unterprivilegiert, aber auch beraubt. Ich denke mal, am ehesten könnte man es vielleicht mit Bettler oder Landstreicherin oder sowas übersetzen. Wie dem auch sei, die Deprived ist ein unbekleidetes Enigma, eine mysteriöse Person. Das kann man sich vorstellen, wenn jemand da im Leinenschurz und mit der Optik da irgendwie auf einen zukommen würde, würde man sich vermutlich schon am Kopf kratzen, ne? Oder schreiend wegrennen. Vermutlich eine Kombination aus beiden. Ist nur bewaffnet mit einem Knüppel und einem alten Plankenschild. Ne, sehen wir hier, einfach mal irgendwie die Taverntür zu Klump gehauen, sich ein Stück rausgerissen und dann muss das reichen als Schild. Interessanterweise hat die Deprived die ausgeglichensten Stats von allen. Sehen wir, ne? Sie hat alles auf 11, ist allerdings auch schon Level 6. Also von der Warte her könnte man das tatsächlich wirklich in Betracht ziehen, denn so viel kann ich schon mal verraten. Auch bei Sinead wird es wieder auf ein Ultra-Quality-Bild bei mir hinauslaufen, damit wir die ganzen schönen Spielzeuge, die wir im Spiel finden, uns zumindest nochmal angucken können. Aber gut, das ist eine Sache für später. Tja, wofür entscheiden wir uns jetzt? Ich habe mich bei Sinead damals nach einigem Hin und Her, was ich uns jetzt zum Glück ersparen kann, dafür entschieden, eine Klerikerin zu nehmen, weil es tatsächlich so ist, dass Dark Souls aus meiner Sicht das letzte Soulsborne-Spiel ist, wo es auch nur annähernd sinnvoll ist, mal ein bisschen ein Faith-Build zu spielen oder zumindest aktiver in Faith zu investieren. Wir hatten es ja schon gesehen, auch in Demon's Souls waren die Faith-Geschichten, also die ganzen Wunder, in einigen sehr spezifischen Fällen ultra nützlich, ne? Sowas wie Evacuation und natürlich Second Chance. Das konnte man auf jeden Fall mal mitnehmen, das hat uns gute Dienste geleistet. Aber viele andere Sachen waren dann auch eher so für, ja, danke dafür. In Dark Souls ist es tatsächlich so, dass Faith so ein bisschen so einen Höhepunkt hat. Ist weiß Gott nicht die effektivste Art und Weise, hier durchs Spiel zu kommen, aber macht auf jeden Fall Spaß und hat ein paar interessante Optionen, die man da wählen kann. Unter anderem sogar im Vergleich zu Demon's Souls ein etwas erweitertes Offensivzauber- oder Offensivwunder-Portfolio. Alles, was danach kam, also in Dark Souls 2, ist Faith einfach kompletter Müll. Die Wunder sind nutzlos. Fairerweise dazu gesagt, genauso wie die Zauber. Da gibt es dann wiederum eine neue Klasse von Zaubern, nämlich quasi Dark Magic, Hexereien, Hexes. Das ist das, was man dann im Falle eines Falles wählen sollte. Und in Dark Souls 3 habe ich einmal den Fehler gemacht, einen Faith-Char zu spielen. Ich habe es tatsächlich auch einmal durchs Spiel durchgeschafft, aber nur, weil ich etwa ab der Hälfte des Spiels meine Faith-Fähigkeiten komplett ignoriert habe und mich dann mit etwas unterlevelten Kampfstats rein im Nahkampf da bis zum Ende durchgeackert habe. Also das werde ich nicht nochmal machen. Faith kannst du komplett knicken in Dark Souls 3. Das bedeutet, wenn wir nochmal Faith sehen wollen, wann, wenn nicht jetzt. Außerdem passt es tatsächlich loremäßig auch ganz gut. Da kann man eine schöne Geschichte drum stricken. Von der Warte her, also Klerikerin it is. Okay, boah, ich hoffe, diese Episode hier wird nicht zu lang. Ich habe vorgewarnt. Ist eher so, kann man als Podcast laufen lassen oder komplett ignorieren. Ich würde es euch nicht krumm nehmen. Aber naja, wir wollen uns das ja alles mal angucken. Im nächsten Schritt, hatte ich ja schon angekündigt, können wir unserem neuen Char auch noch ein Geschenk mit auf den Weg geben, was wir uns jetzt auswählen. So, was haben wir hier für Optionen? Also, wir könnten uns entscheiden, Sinead einfach gar kein Geschenk mit auf den Weg zu geben. Kein Anzeichen eines Geschenkes. Das ist aber sehr, sehr traurig, deshalb machen wir das nicht. Unsere Sinead ist bestimmt sehr, sehr beliebt. Und natürlich würden ihre Freunde und Familienmitglieder ihr Geschenke geben, noch und nöcher. Schauen wir also mal weiter. Wir könnten ihr einen Segen der Göttin verpassen. Ein göttliches Weihwasser stellt die Lebenspunkte und den Status vollständig wieder her. Das klingt erstmal gut, ist aber ein Consumable, das heißt, wir kriegen diesen Gegenstand genau einmal und wenn wir ihn benutzen, ist er für immer weg. Darüber hinaus finden wir den zumindest einige wenige Male auch im Spiel. Gibt es also keinen Grund, unser wertvolles Geschenk dafür rauszuknüppeln. Die schwarzen Feuerbomben explodieren beim Aufschlag, wenn man sie wirft. Sind tödlicher als Standardbomben. Das könnte tatsächlich eine Überlegung sein. Es gibt nämlich relativ früh im Spiel einen Boss, der, sagen wir mal, theoretisch nicht dazu gedacht ist, dass man ihn umlegt. Man kann ihn zwar umlegen, aber es dauert Ewigkeiten. Die Black Firebombs können dabei helfen. Und wenn man auf die eine oder andere Art und Weise diesen Boss dann bei dem ersten Aufeinandertreffen tatsächlich erlegt, dann hat man nicht nur ein persönliches Achievement für sich selbst abgehakt, sondern man kriegt auch noch eine Waffe, die man zu dem Zeitpunkt um Längen nicht tragen kann, aber dennoch. Deshalb würde man eventuell in Betracht ziehen, die schwarze Feuerbombe zu wählen. Machen wir aber nicht, denn wie gesagt, das ist erstens nicht der Standardweg, dass man ihn beim ersten Aufeinandertreffen niederknüppelt. Und ja, es gibt da etwas anderes, worauf wir scharf sind. Vielleicht die Twin Humanities. Kleine Sprites, die Menschlichkeit genannt werden. Ach Gott, jetzt geht das wieder los, Sprites. Worauf hatten wir uns geeinigt bei Demon's Souls? Ist egal, wir nennen Sprites. Also kleine Feenwesen, Kobolde, Elementargeister waren Sprites irgendwie. Sprite ist kürzer.
Also, Twin Humanities sind kleine Sprites, die Menschlichkeit genannt werden. Man findet sie manchmal an Kadavern. Diese Humanities oder die Sonderform, die Zwillingsmenschlichkeit, Twin Humanities, sind dazu da, die können wir knuspern und dann erhöht sich unser Humanity-Ticker. Das, was momentan, wie wir unten links sehen, bei 0 steht. Ist allerdings auch ein Consumable, finden wir ebenfalls im Spiel, brauchen wir also nicht. Die guten alten Ferngläser. Nutze es, um einen Blick zu werfen auf weit entfernte Dinge. Ja, okay, also ähnlich wie unser gutes altes Blechteleskop aus Demon's Souls, können wir damit also auch ein bisschen ranzoomen. Das ist natürlich insbesondere, wenn wir einen Lore-Durchgang machen wollen, nicht unnützlich, denn ein Teil der Geschichte wird in Dark Souls ebenso wie in Demon's Souls, aber noch ein bisschen stärker, auch über das Level-Design und über bestimmte Gegenstände oder Architekturen erzählt. Allerdings ist es so, dass wir die Ferngläser relativ früh im Spiel auch selber finden können. Dann gucken wir also mal weiter. Ja, das Pendant, der Anhänger. Ein Schmuckstück. Es hat keinen Effekt, aber Reisende werden von liebgewonnenen Erinnerungen getröstet. Dieses Item hat einen gewissen Ruf, eine gewisse Berühmtheit erlangt, denn es stellte lange Zeit eines der größten Mysterien dieses gesamten Spiels dar und ist am Ende nichts anderes als ein großer Fnord, schrägstrich ein quasi metaphilosophisches Kommentar von Miyazaki-san und den Machern dieses Spiels. Es ist so, dass Miyazaki-san irgendwann mal in einem Interview zu Dark Souls gefragt wurde, welches Geschenk er persönlich denn nehmen würde. Und seine Antwort war auf jeden Fall den Anhänger, denn es ist das wichtigste Item von allen. Was dann dazu geführt hatte, dass ein Großteil der etwas investierteren Community losgerannt ist und versucht haben rauszufinden, warum in drei Teufelsnamen Miyazaki-san diesen Hint gedroppt hat, was man mit diesem Pendant machen kann. Und es entstand halt eine einzige Schnitzeljagd, es wurden wilde Theorien gesponnen, versucht zu überprüfen. So hielt sich beispielsweise das Gerücht, dass man mithilfe des Pendants und einer ganz bestimmten Handlung im Spiel oder einer sehr komplexen Kombination von Handlungen es schaffen könnte, dass man einen Boss, den man im Laufe des Spiels gezwungenermaßen töten muss, der sehr, sehr tragisch ist und den man eigentlich nicht töten will, dass man den vielleicht retten könnte, wenn man denn nur herausfindet, wie genau dieses Pendant zu aktivieren ist. Am Ende des Tages stellte sich halt eben raus, dass Miyazaki-san die Leute tatsächlich nur gefnordet hat, im klassischen Sinne, denn das Ding hat tatsächlich keinen Nutzen. Auf der anderen Seite war es allerdings auch spätestens durch dieses Interview so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung, denn diese Beschreibung hier, angenehme Erinnerungen spenden, reisenden Trost, wurde so ein bisschen wahr, weil auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn das jetzt vermutlich relativ meta klingt, aber die Leute, die damals sich auf die Jagd gemacht hatten nach dem wahren Sinn und Zweck des Pendants, sind natürlich auch auf eine Reise gegangen, quasi auf die Suche nach dem tieferen Sinn dieses Gegenstandes und Miyazaki-sans kryptischen Worten. Und ja, selbst ich, der leider zu spät zur ganzen Dark Souls-Sause kam, um diese Zeit aktiv mitzubekommen, also die Messe war quasi schon gelesen und Miyazaki-san hatte schon gesagt, war ein bisschen geflunkert, als ich gesagt habe, das ist der wichtigste Gegenstand. Aber selbst ich, der da quasi nur im Nachgang davon gelesen hatte, von dieser Suche nach der Wahrheit, er hat so viel Freude daran gehabt, dass also auf eine gewisse Art und Weise dieser Pendant dann hintenrum dann doch wieder eine wahrhaftige Bedeutung bekommen hatte. Das ist genau irgendwie diese Art von Meta-Kommentar, Meta-Humor beziehungsweise auch Meta-Philosophie, die ich bei den From-Software-Spielen, bei den aktuellen so sehr liebe. Das ist einfach irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr smart. So oder so, wie gesagt, das Ding macht effektiv nichts. Wenn wir keine andere sinnvolle Auswahl hätten, dann würde ich das Ding trotzdem nehmen, einfach nur der Tradition halber und um diese schöne kleine Geschichte zu ehren. Aber es gibt da tatsächlich, wie gesagt, noch was, worauf wir scharf sind. Der Master Key ist das indes nicht. Wie ich bereits erwähnte, öffnet der jedes grundlegende Schloss. Das ist die initiale Ausrüstung von Dieben. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Der Tiny Beings Ring, auch der könnte bei Sinead in der Tasche wandern. Ein spezieller Stammesring. Die Lebenspunkte werden langsam wiederhergestellt, während dieser Ring ausgerüstet ist. Diese Beschreibung ist schlichtweg eine infame Lüge, da tut das Ding nämlich gar nicht. Ich schätze mal sehr stark, dieser Beschreibungstext hier ist einfach noch ein Überbleibsel aus einer früheren Iteration dieses Rings, wo er vielleicht wirklich noch wie der Regenerators Ring funktioniert hat. Was das Ding tatsächlich macht, ist stattdessen unsere Lebenspunkte ein wenig erhöhen, unseren Balken ein wenig verlängern und mit ein wenig meine ich tatsächlich nur ein klitzekleines bisschen. Ich glaube, 5% Leben gibt es obendrauf, solange wir diesen Ring ausgerüstet haben. Da es wiederum nur 2 Ringslots gibt, wird dieser Ring sehr, sehr schnell überflüssig, weil es einfach andere Ringe gibt, die bedeutend sinnvoller sind als das Ding. Und ja, wie gesagt, Leben wiederherstellen tut er schon mal gar nicht. Und diese 5%, die kann man am Ende des Tages halt auch ins Gar drücken. Ist selten so, dass 5% den Unterschied machen zwischen ich krieg jetzt eine Schelle, die mich direkt umnockt und ich bleib noch stehen. Von der Warte her wollen wir nicht. Was wir tatsächlich haben wollen, ist der zweite Ring im Angebot.
den Ring der alten Hexe. Das Geschenk einer Hexe. Ein uralter Ring mit keinem offensichtlichen Effekt. Die Beschreibung klingt relativ ähnlich wie beim Pendant, auch hier wird die Nützlichkeit des Gegenstands angezweifelt, aber so viel kann ich schon mal verraten, der Old Witch's Ring hat eine ganz spezifische Bedeutung und diese Bedeutung ist auch genau der Grund, warum ich ihn jedes Mal nehme, das ist also quasi der Standard, denn es hat durchaus was mit Lore zu tun. Okay, also da fällt uns die Wahl jetzt gar nicht schwer, Old Witch's Ring it is. So, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Aussehen unserer Sinead. Können wir mal ganz kurz gucken hier. Wie können wir ihre Physiognomie modifizieren? Wir könnten ihr einen durchschnittlichen Körperbau verschaffen. Ne? Standard-Körperbau. Wir könnten sie slim machen, also dünn. Sehr dünn. Und zwar so dünn, dass sich der Beschreibungstext genötigt sieht, hinzuzufügen. Sehr dünne Physiognomie, nur Haut und Knochen. Wir könnten sie ein bisschen kräftiger gebaut sein lassen. Sehr kräftig gebaut sein lassen. Eine ernstzunehmende, ernsthafte Präsenz würde sie dadurch ausbauen. Er sieht aber auch ein bisschen klumpy aus dadurch. Großer Oberkörper, also halt schön irgendwie in die Fitnessfolterkammer gerannt in ihrer Jugend. Einmal durch den Boss-Trafo. Besonders was den Oberkörper angeht. Leg Day wurde offensichtlich ausgelassen, im Gegensatz zum größeren Unterkörper. Top-heavy. Großen Kopf. Könnte sehr intellektuell sein. Gut. Das könnte relativiert, das Konjunktiv. Aber das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt viel zu tun. Oder einen sehr kleinen Kopf. Würde das bedeuten, dass sie dann besonders dumm ist? Man weiß es nicht. Ich habe mich damals für Very Slim entschieden. Irgendwie die Vorstellung, die ich von Jeanette hatte, da passte dann so ein etwas zierlicherer Körperbau so am besten dazu. Und dann haben wir nochmal eine Auswahlmöglichkeit, diesmal bezüglich des Gesichtes, mit ein wenig Lore-Texten. Wir gucken mal durch. Wir könnten ihr das Gesicht einer gewöhnlichen Bürgerin geben. Sehr durchschnittliches, gewöhnliches Gesicht. Also beziehungsweise Commoner ist ja einfaches Volk, ne? Also ein sehr durchschnittliches Gesicht einer Person aus dem einfachen Volk. Delta Farmer. Ein Gesicht, wie man es häufig im Fünf-Finger-Delta sieht. Fünf-Finger-Delta scheint ein Ort zu sein in dieser Welt. Das ist tatsächlich das einzige Mal, dass dieser Begriff irgendwie fällt. Aber trotzdem, muss ich gestehen, hat das bei mir immer dafür gesorgt, dass mir spontan so im Kopf, so ein bisschen kopfkinomäßig Ideen und Fragen aufgeploppt sind, wie es denn da wohl sein mag in diesem Fünf-Finger-Delta. Ist es eher so wie das Mekong-Delta, also Dschungel mit allem drum und dran? Oder wie darf man sich das Ganze dann vorstellen? Naja, also Delta Farmer. Wir könnten ihr das Gesicht einer Adligen aus Astora geben. Ein wunderschönes Gesicht der höheren Klassen. Häufig anzutreffen in Astora. Ja, haben wir so ein bisschen edle Gesichtszüge. Drachenschüler oder Drachenstudent. Intelligente, scharfe Gesichtslinien. Doch ein allzu gelehrtes Aussehen ist regelrecht eine Einladung für Beleidigung. Nerd. True. True. Waza! Okay. Thorolund Klerikerin. Ein Aussehen, das typisch ist für Thorolund, das bekannt ist für seine unerschütterlichen Kleriker. Ja, Thorolund ist also ein Land und da scheint es viele Kleriker zu geben, oder zumindest berühmte Kleriker. Und die sehen häufig so aus wie dieses Gesicht hier. Jubilant Katharina. Frohlockende Katharinerin. Joviale Gesichtszüge aus Katharina, das bekannt ist für seine Festivitäten und Getränke. Da würde er gerne mal gesoffen und ordentlich einen drauf gemacht in Katharina. Na, warum denn nicht? Dubious Kareem. Fadenscheinige Kareemerin. Ominöse Gesichtszüge, die assoziiert sind mit dem Earl of Kareem. Das ist insofern interessant, als dass der Earl of Kareem ein Name ist, der uns im Spiel noch häufiger begegnen wird. Und das kann man jetzt natürlich auf zwei Arten lesen. Entweder ist es einfach so, dass der Earl of Kareem einfach sehr landestypische Gesichtszüge trägt. Oder es würde bedeuten, dass wenn wir dieses Aussehen wählen würden, dass wir Sinead damit effektiv zu einer mehr oder minder entfernten Verwandten dieses Earl of Kareem machen würden. Das ist interessant. Klassische Sina. Nachdenkliches, erwachsenes Gesicht, das häufig anzutreffen ist im historischen Sina. Okay, auch ein Ort Sina. Gruseliger großer Sumpf oder unheimlicher großer Sumpf. Die Heretiker des großen Sumpfes sehen sich mit Vorurteilen konfrontiert aufgrund ihres atypischen Aussehens. Und das ist aber nicht nett. Und dann haben wir hier noch die Reisende aus dem fernen Osten. I think I'm turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Gesicht eines weit entfernten östlichen Landes. Eines Landes mandelförmiger Augen und dünner Lippen. Tja,
Wie auch bei Demon's Souls ist auch Dark Souls sehr stark in der Ästhetik seiner Welt an das europäische Mittelalter angelehnt. Und ebenso wie in Demon's Souls haben sich From Software es nicht nehmen lassen, auch hier wieder ein ominöses fernöstliches Land einzubauen. Also ihre Heimat Japan ist auch wieder mit dabei und sei es nur als Land, wo ab und zu mal ein Reisender von weit her herkommt. Okay, Astora Royalty hatte ich damals gewählt und werde ich jetzt auch wieder wählen. Einer der Gründe dafür ist, ich schwankte so ein bisschen zwischen dem Thoroland Cleric Aussehen und halt Astora Royalty. Denn wir haben ja jetzt eine Klerikerin gemacht und beide Länder, also sowohl Thoroland als auch Astora, sind halt berühmt dafür, dass sie sehr stark mit der Religion verbunden sind. Also entweder eine sehr starke Kirchenpräsenz haben, sehr gläubige Anführer diese Länder führen. Und am Ende des Tages habe ich mich dann also für die Adlige aus Astora entschieden. Müssen wir ihr noch Haare geben? Können wir mal ganz kurz gucken hier. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube aber... Shaved, der gute Skunk-Nancy-Look. Eine sehr maskuline Frisur. Kurz geschnitten. Wavy. Hat wilde Locken, aber kurzes Haar. Ist auch nicht schlecht. Ja, gerade runterhängend. Entweder mit Pony oder ohne. Pferdeschwanz. 1, Pferdeschwanz 2. Okay. Pigtails, ja, wenn wir den Schulmädchen-Look bevorzugen, beziehungsweise den Ling Xiaoyu-Look, könnten wir das nehmen, aber nope. Ich weiß nicht warum, irgendwie verbinde ich diesen Haarstyle ganz massiv mit irgendwelchen Zompf-Ololol-PvP-Hackern in Dark Souls, die dann mit irgendeiner dusseligen Maske und lustigen Zäpfeln dann durch die Gegend rennen und Noobs in der Undead Burg klatschen. Schon allein deshalb werde ich es nicht nehmen. Bann! Ja, ich glaube, ich hatte damals den Dutt gewählt. Es würde auch passen, ne? So ein bisschen was. Eine Mischung aus streng. Wir haben hier so einen strengen Dutt hinten, aber vorne sind da doch irgendwie so aberwitzig einige Strähnen, die da rumfluktuieren. Das würde durchaus passen. Und wir hätten dann noch die Alternative, den guten Lagatha-Gedächtnis-Look zu rocken. Allerdings, aus irgendwelchen Gründen sehen wir, da hat es ordentliche Geheimratsecken. nee. Der Bann, it is. Allerdings, ihre Haare müssen wir noch schön machen. Katsching. Righto, und damit haben wir sie wieder. Unsere Krisenberichterstatterin, die uns jetzt begleiten wird auf der Reise durch Lordran und mit der zusammen wir uns mal anschauen wollen, was denn da so schief läuft im Ländle. Also halten wir fest, unsere Sinead ist eine junge Klerikerin, die in Astora ausgebildet und aufgewachsen ist und jetzt vor ihrem nächsten Karrieresprung steht, nämlich Krisenberichterstatterin für den Trollreport. Sie ist festen Glaubens, kann auch ordentlich zuhauen. Eine Stärke von 12 ist nicht zu verachten. Sie ist allerdings nicht unbedingt die allergeschickteste und auch nicht die unbedingt allerausdauerndste. Und die allerhellste ist sie zumindest jetzt auch noch nicht. Aber was noch nicht ist, kann sich ja ändern. Yo, ich überlege jetzt nochmal schnell, ob es noch irgendetwas gibt, was jetzt an dieser Stelle abzufeiern sei, bevor wir diese merkwürdige Podcast-Episode, beziehungsweise die Ich laber mir den Mund fusselig-Episode, dann mal zu einem Abschluss bringen. Ich glaube, da fehlt jetzt eigentlich nichts mehr. Dementsprechend würde ich sagen, erstmal ganz vielen lieben Dank an all die Wahnsinnigen, die ja, sich das hier gerade gegeben haben. Jetzt wissen wir jedenfalls, wohin die Reise geht und mit wem wir sie unternehmen werden. Und dann würde ich vorschlagen, drücke ich jetzt gleich mal den Accept-Knopf und wenn ihr mögt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, direkt rüber zu springen in die zeitgleich releasede Folge 1, wo es dann endlich so richtig losgeht. Ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielleicht auch Zusehen und ja, wir sehen uns gleich.